die Mucks, mit denen wir diese reden. Diese Gruftis bekommen gar nichts von mir. Laut Generationenvertrag schulden sie mir noch eine abgeschlossene Ausbildung, Querflötenunterricht und einen sauberen Planeten. Ich nehme stattdessen aber auch gerne den Sportwagen. Aha. Wozu brauche ich denn das jetzt noch? Toni, brauchst du vielleicht ein bisschen davon hier? Mama Boso hätte die ruhig mal beschriften können. Möchtest du etwas trinken? Du siehst so vertrocknet aus. Oder hast du nur wieder dein Make-up vergessen? Ich glaube, du meinst den fehlenden Angstschweiß. Ein weiterer positiver Effekt meiner neuen Therapie. Tja, wenn man den Kroko-Look mag. Kroko-Look? Wie scharfsinnig von dir. Nur die Zähne fehlen. Wir brauchen einen Beweis dafür, dass es drei Rufusse gibt. Aber wie? Okay, vielleicht können wir hier nochmal, vielleicht brauchen die noch was zu trinken. Na, meine lieben Rotzis, ihr habt doch sicher Hunger. Nicht? Kommt drauf an. Hat es damit zu tun, ihn nicht weiter hinterher zu laufen? Ja, so ähnlich. Dann nicht. Na, meine lieben Rotzis, ihr habt doch sicher Kommt drauf. Hat es damit zu tun, ihn nicht? Ja, mit Fröschchen. Okay, es bringt uns hier gerade auch nicht weiter. Vielleicht. Haben Sie Durst? Und wie? Tja, darüber hätten Sie nachdenken sollen, bevor Sie meine Sachen an den Papp verkauft haben. Tja. Tja. Was Mit solchen das Typen jetzt kann man nicht verhandeln. Die kennen nur eine einzige Sprache. Irisch. Vielleicht. Klopf, klopf? Macht nicht mehr auf. Wer weiß, wozu es gut ist. Tja. Ich habe das Gefühl, die brauchen wir aber am ehesten oben. Können wir vielleicht Sachen. Es ist gerade so spannend. Und dann gehen die Ideen aus. Ich gehe raus. Liegestuhl. Schwerterpfeil. Flatflayer. Brotdose. Dazu kommt bei Dodo kommt nur er. Der hier. Mit ihm tauschen können wir noch nicht. Verdammt. Tja. Na, dann wollen wir doch mal nachsehen, was Lotti da Schönes in ihrer Brotdose hat. Huch. Was ist denn das? Lotti hat ihre Hormone nicht genommen. Vielleicht hatte der Wahrsager doch recht. Und du? Wir haben. Vielleicht. Lieber nicht. Nur ungern denke ich an das Debakel mit meinen Hormonbrötchen zurück. Roso ist einfach unausstehlich, wenn er seine Tage hat. Tja, aber wie soll das jetzt wie was vielleicht. Boso ein paar Hormone. Verzweiflungstaten. Lieber nicht. Nur ungern denke ich an das Debakel mit meinen Hormonbrötchen zurück. Roso ist einfach unausstehlich, wenn er seine Tage hat. Ja. Ein Babyfon. Das habe ich noch gar nicht angefasst. Und nun? Es hilft mir immer noch nicht weiter. Was soll das hier?
kombiniere einfach alles mal mit Toni. Wie tief das verzweiflungsmäßig. Das Cockpit. Ich muss sie nicht anfunken. Sie sitzt direkt neben mir. Was zum... CB-Funk? Wo haben die denn in der kurzen Zeit nur das ganze Zeug aufgetrieben? Die haben sogar das neue... 67-5er... Nein, warte. Das ist nicht die Modellbezeichnung. Das ist ein Etikett mit der Funkfrequenz, die sie hier benutzen. Aha. Ach, Rufus, was tust du denn da? Ich bringe dich zur Weißglut. Mach ich doch, ne? Indem du am Funkgerät rumspielst. Aber nicht doch. Bedien dich ruhig. Wirklich? Na klar. Los geht's. Ich weiß nicht. Wenn man darf, macht's keinen Spaß. Einfach mal so aus Spaß. Vielleicht. Gute Idee. Wenn ich die Frequenz von Tonis Funkgerät am Babyfon einstelle, kann ich Toni jederzeit erreichen. Das macht Sinn. Easy. Jetzt bleibt nur noch die Frage, warum ich sie überhaupt anfunken sollte. Sie hat schon vor langer Zeit aufgehört, mich mit der Schubkarre aus irgendwelchen Kneipen rauszuholen. Ich kann jetzt das Babyfon... Sekunde. Bleib mal schon hier. Ich kann jetzt das Babyfon an... ihn hier geben. Jetzt nutze ich hier mal das Babyfon. Nutze. Das Babyfon. Ach, Rufus. Warum gibst du nicht einfach... Moment mal. Ein Rufus? Zwei Rufusse? Genau. Mich gibt es jetzt doppelt. Eigentlich sogar dreifach. Dreimal so viel Action. Rufus. Rufus. Okay, Toni. Ganz ruhig. Du hast einen guten Therapeuten und da gehst du jetzt hin. Sie geht zum Therapeuten. Das haben wir toll gemacht. So, und jetzt wieder zu Rufus. Der ist jetzt alleine hier. Und der geht jetzt auch mal zum Therapeuten. Vielleicht können wir jetzt... Ja, Rufus hat einen Therapeutenbesuch. Sehr dringend notwendig. Aber... er schaut hier jetzt auch mal nur zu. Und jetzt sehe ich ihn plötzlich doppelt. Was bedeutet das? Will mein Unterbewusstsein mir einen Schlaganfall verpassen? Ich habe das Gefühl, dass mich das um Monate in meiner Therapie zurückwirft. Wir müssen die Therapie verlängern. Wie jetzt? Noch länger? Ich meine, wie lange schwebte Ihnen da vor? Naja, mindestens bis zum Ende der Welt. Und dann mal gucken. Vielleicht. Ja, das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Und das Ziel ist auch gut gewählt. Mittlerweile müsste er eingesehen haben, dass er Hilfe braucht. Na ja, dann wollen wir den armen Teufel doch mal erlösen. Let's go. Was? Upsi, hier muss es seltsame Aufwinde geben. Aha. Aber jetzt können wir doch... den Flyer mit dem... Ein Flyer in der Außenwand. Was für eine jämmerliche Konstruktion. Der Konstrukteur hat offenbar keine Ahnung, wie man einen ordentlichen Papierflieger faltet. Ganz im Gegensatz zu mir natürlich. Therapeutische Stricke. Die günstige Alternative. Was soll das denn heißen? Will sich da jemand einen Jux mit mir machen? Und Moment mal, was ist das denn? Da steckt ein Bleibuchstabe in der Spitze. Ein großes Ork. Jetzt zeige ich dem nicht näher benannten, unbekannten Dilettanten mal, wie man das richtig macht. Schwuppdibui. Oh, hier muss es seltsame Abwinde geben. Und dann stellte sich heraus, dass er auf die Idee gekommen war, seine Angelhaken in meiner Schmuckschatulle aufzubewahren. Sogar die Köder waren schon dran. Oh, es war so furchtbar. Ich wünschte mir, meine Ohren würden abfallen. Das kann ich im Moment gut nachvollziehen.
Aua! Was ist denn das? Ein Flyer? Warum eigentlich nicht? Okay. Fräulein Toni, ich denke, ich habe eine gute Nachricht. Ich habe endlich die passende Therapie für Ihr Krankheitsbild gefunden. Warten Sie, ich stelle Ihnen nur kurz ein Rezept aus. Boah, voll schön. Aha, jetzt haben wir einen Bleisatz-Irk. Können wir jetzt vielleicht Antragsformular 27-Work. Antrag auf A. Medizinische Hilfeleistung für Arbeitsunfälle bei Terminal Wartung. B. Das hatten wir doch alles schon. Ich komme jetzt den Bleisatz zurück mit dem Terminal verbinden. Sehr gut. Und jetzt können wir. Das ist ja schon ausgefüllt. Ja. Das ist alles derselbe Vordruck. Wenn ich noch einen brauche, weiß ich ja jetzt. Kiste? Aha. Das bringt uns nicht weiter. Die Kiste. Solange ich noch Platz im Mantel habe, lasse ich meine Sachen lieber am Mann. So langweilig das auch. Aber mit diesem Gerät lassen sich wirklich nur Antragsformulare. Um etwas per Rohrpost zu versenden, bräuchte ich erst einmal ein. Tja. Ja. Aber wo kriege ich so ein Rohrpostdingens her? Um etwas per Rohrpost zu versenden, bräuchte ich erst einmal eine dieser praktischen Rohrpostkartuschen. Woher kriege ich aber eine Rohrpostkartusche? Es ist gerade so spannend. Immer wieder runter. Vielleicht hier nochmal. Vielleicht kommen wir hier mal ein bisschen weiter. Rezept. Toni hat von ihrem Therapeuten ein Rezept bekommen. Suspendan, Hals- und Wirbelsäule, Akutpforte. Einmalige Anwendung. Was ist das? Ein Rezept für einen Strick. Ich habe es hier in Augenhöhe aufgehängt, um es als Option im Hinterkopf zu behalten. Für den Fall, dass du wieder auftauchst. Kann ich es haben? Nachdem ich jahrelang dafür gebetet habe, willst du dir also endlich einen Strick nehmen? Heute muss mein Geburtstag sein. Oh, und ich habe keinen Kuchen dabei. Geschweige denn 100 Kerzen. Nimm das Rezept und verschwinde. Bin schon weg. Schön, dass du wieder die Alte bist. Mit Betonung auf alt. Raus! Sehr schön. Der alte Toni ist zurück. So, jetzt haben wir ein Rezept. Für meinen Masterplan brauche ich kein Rezept. Oh, aber vielleicht so einen praktischen Strick, den ich im Austausch für das Rezept gekleidet habe. Mit dem Strick kommen wir. Ja, was machen wir damit? Wir brauchen noch irgendwie so ein Rohrpost-Dingens-Zeugs. Aber erstmal. Ich habe hier ein Rezept für einen Strick. Darf ich mal sehen? Ah ja, so einen habe ich noch auf Lager. Hier, brauchen Sie vielleicht noch Imprägnierspray? Zu dieser Jahreszeit kann es an manchen Brückengeländern noch recht feucht sein. Das ist schon in Ordnung. Moment mal, das ist ja nur ein Schnürsenkel. Tja, ein besseres Modell übernimmt Ihre Krankenkasse leider nicht. Tut mir leid. Ein Schnürsenkel. Oh, ja, ein Strick. Ich habe so eine Idee, was wir mit dem Strick und noch was andere machen können. Gute Neuigkeiten. Ich habe ein Motiv. Echt jetzt? Was ist es? Komm.
Daran habe ich mich erinnert. Hier gibt's doch jetzt einen Strick. Jetzt haben wir einen Strick. Da haben wir einen Haken. Ja, genau. Das wird eine wunderschöne Falle. Perfekt. Rufus? Bist du sicher, dass eine Schlingfalle hier die beste Option ist? Na sicher bin ich mir sicher. Das ist wie bei den Cowboys. Du magst doch Cowboys, oder? Ich mag Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Baby in eine Schlingfalle locken würde. Ja, weil er kein echter Cowboy ist. Lass mich einfach mal machen, okay? Und halt den Fotoapparat bereit. Und nun? Muttermilch. Kukumoto, lecker Happy Happy. Und jetzt komm zu Papa, Papi. Jetzt sitzt er in der Falle. Und? Wer ist jetzt der Klügere? Und jetzt? Die Falle ist gestellt. Jetzt muss ich den Säugling nur noch heroisch hineinlocken. Aber er ist doch schon drin. Und was jetzt? Hey, hey, hey! Dann geht wieder weg. Vielleicht können wir noch einen Liegestuhl irgendwie an der Falle. Ich denke, das wird auch ohne Köder funktionieren. Okay. Aber wie? Aber wie? Okay, jetzt haben wir hier eine Pfanne. Das hilft uns jetzt inwiefern weiter? Naja, versuchen wir es mal einfach. Jetzt sitzt er in der Falle. Und? Wer ist jetzt der Klügere? Du definitiv nicht, Rufus. Aber vielleicht. Ach du Schreck. Rufus? Gehört das noch zum Plan? Ich verstehe dich nicht. Was willst du mir sagen? Vielleicht zeigst du einfach drauf. Ich verstehe dich nicht. Was willst du mir sagen? Vielleicht zeigst du einfach drauf. Das läuft ja sehr gut. Ich verstehe dich nicht. Was willst du mir sagen? Vielleicht zeigst du einfach drauf. Hilfe. Das Seilende. Das Seilende? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Schon gut, schon gut. Ich komm ja schon. Nur Mut, Barry. Nur nicht runtergucken. Ach du Kack, das kann ja nur schief gehen. Ich hab's geschafft. Errungenschaft freigeschaltet. Und ich konnte sogar helfen. Fußdata. Genau. Wenn du fertig bist, dir eine Scheibe von meinem Erfolg abzuschneiden, könntest du dann endlich das Foto machen? Bist du dir sicher? Ich kann mich ja auch so schon kaum halten. Mach das bescheuerte Foto. Na gut, das Foto. Nein. Na, das hat doch prima geklappt. Findest du? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das Ganze ausgegangen ist. Dann hast du ja das Beste verpasst. Habe ich ein Foto gemacht? Und was für eins. Ich borge es mir kurz aus, okay? Ein Foto. Ui. Okay. Das würde sich gut über dem Kamin machen. Ich hoffe zumindest, dass wir auf Elysium einen Kamin haben. Wo soll ich sonst mein Foto. Schießpulver trocknen? Jetzt haben wir zwei von den... So ein Heldenfoto und Abdruck. Okay.
Ja gut. Das bringt uns jetzt was genau? Damit er auch so eine Oberweite bekommt wie sein Bruder? Das wollen wir lieber lassen. Wir haben Baby Boso. Vielleicht können wir... Den behalte ich lieber bei mir. Er ist mir immer... Okay. Vielleicht bringen wir den mal zurück. Baby Boso. Hallo? Auf diesem Bild hat er schon wieder Nasenbluten. Der Arme. Ich habe Baby Boso gerettet. Zu seiner Verteidigung, das Pony war auch wirklich ein Wildfang. Oh. Eben nicht. Was machen wir jetzt mit Baby Boso? Opa? Komm mir nicht in die Quere, Junge. Einige meiner geheimen Zutaten sind hochexplosiv. Und ich muss mich schon genug konzentrieren, um meinen Papa Parkinson im Zaum zu halten. Wem geben wir jetzt das Baby? Braucht hier jemand ein Baby? Keine Sorge, ich passe auf deinen kleinen Bruder auf, solange du ausgenockt bist. Nein! Keine Panik, ich kann gut mit Kindern. Ich werde ihm ein paar Tricks beibringen. Er kann mir zum Beispiel bei meinem Sägetrick assistieren. Nein! Ach komm, da kann nichts passieren. Baby Boso ist doch viel kleiner als du. Tja. Dann halt der Briefträger. Vielleicht kann der was mit dem Baby anfangen. Damit bin ich hier an der falschen Adresse. Diese Gruftis bekommen gar nichts von mir. Laut Generationen vertrechne ich ja, ja. Diese Gruftis bekommen. Ja. Gut, zurück zu ihm hier. Und nun? Tja. Ein Krieggang. Was hilft uns das und ist das dann weiter? Nix. Das bringt uns nix. Na gut, dann mache ich erstmal eine kleine Aufnahmepause an dieser Stelle. Sehen wir uns im nächsten Part hier wieder, in der nächsten Aufnahme hier wieder. Schauen wir mal, wie wir hier weiterkommen. Ja, hier brauchen wir noch einen Rohrpostschacht-Dingens. Keine Ahnung, wie wir das kriegen können. Um etwas per Rohrpost zu versenden, bräuchte ich erst einmal eine dieser praktischen Rohrpostkartuschen. Naja, Zwei macht eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns sehr bald wieder. Bis dahin.